Seit Das Imperium schlägt zurück, begeistern oder enttäuschen Star Wars Spiele junge und alte Jedi-Ritter. Den Anfang machte 1982 das von den Parker Brothers entwickelte Spiel zu Episode 5, The Empire Strikes Back, für den Atari 2600. Seither haben Spieler allerlei Möglichkeiten gehabt, das Lichtschwert zu schwingen, sich ins Cockpit eines X-Wings zu setzen oder als General des Imperiums riesige AT-ATs zu befehligen. Aus der schier unendlichen Fülle an Star Wars Spielen die 5 besten zu finden, war gar nicht so einfach. Doch als man uns das Lichtschwert auf die Brust drückte, haben wir uns entschieden. Die von den Traveller's Tales Games produzierten Lego-Spiele zu Star Wars sind sicherlich nicht jedermanns Lieblinge. Doch durch ihren Witz und den Charme der Animationen besitzt diese Reihe einen besonderen Platz unter den ernsteren Vertretern, da sie doch die recht düstere Schlacht zwischen Rebellion und Imperium auch für ein sehr junges Publikum verständlich macht, an welchem dank der leichten Bedienung und dem geringen Frustfaktor sich auch ältere Spieler verlieren konnten. Strategiespiele im Star Wars-Universum hatten einen schweren Einstieg. Force Commander plagten eine hässliche Grafik und eine umständliche Bedienung. Galactic Battlegrounds war lediglich ein Age of Empires 2-Klon und Rebellion so trocken wie eine Doppelstunde Mathe. Erst mit The Empire at War konnte man das Gefühl einer sich anbahnenden Armee nachspielen, während man im Weltall mit einer Squadron Sternzerstörer über die Feinde einfallen konnte. Dazu die leichte Bedienung, komplexere Aufbaustrategien und eine zeitgemäße Grafik ließen The Empire at War neben anderen Strategiespielen nicht gerade alt aussehen. Für all jene, die sich fragten, wie mächtig die Macht wirklich ist, gibt es The Force Unleashed. Einen Sternzerstörer vom Himmel holen? Für Protagonist Starkiller kein Problem. Als geheimer Schüler von Darth Vader reiste er durch die Galaxis und führte die Jagd des dunklen Lords der Sith auf die Jedi fort, bis er sich besinnt, dass sein Vater ein Jedi war und er so gegen seinen Meister rebelliert. Als eigenständige Geschichte zwischen der neuen Trilogie und der alten bekommt man hier die Gründung der Rebellion mit und hat sogar die Möglichkeit, diese samt Darth Vader, Obi-Wan und Luke Skywalker vorzeitig zu vernichten und so dem Imperator die volle Macht über die Galaxie zu geben. Eine Welt, in der mit Laserwaffen Krieg geführt wird, bietet sich für einen Ego-Shooter an wie kaum ein anderes Setting. Trotzdem erblickte Dark Forces erst 1995 das Licht der Welt. Mit für damalig beeindruckender Technik schlüpfte man in die Rolle von Kyle Katarn und stellte sich einer neuen Geheimwaffe des Imperiums, den Dark Troopern. Zudem stiehlt man die Todessternpläne und bewies mit Dark Forces, dass neben den Shooter-Passagen auch kreatives und frei erkundbares Leveldesign zukünftige Genre-Kollegen prägen sollte. Und mit der Fortsetzung Jedi Knight bewies man auch, dass epische Lichtschwertduelle in einem Actionspiel möglich sind. Kein anderer als Rollenspiel-Primus BioWare werkelte 2003 an diesem RPG im Star Wars-Universum.
In Knights of the Old Republic spielt man circa 4000 Jahre vor der Zerstörung des Todessterns einen Helden nach den Mandalorianischen Kriegen, der nicht nur versucht, seine Erinnerung wiederzubekommen, sondern die drohende Dunkelheit durch die Sith aufzuhalten. Zwar nicht neu, aber viel ausgefeilter war das System, das die getroffenen Entscheidungen den Spieler auf die helle oder die dunkle Seite zogen und er sich samt Fähigkeiten und Attributen anders entwickelte. Malak is dead. All hail the return of Darth Revan, the true Lord of the Sith. All hail Lord Revan. All hail Lord Revan. Es bekam eine direkte Fortsetzung mit Knights of the Old Republic 2 und einen MOBA-Ableger mit The Old Republic.